Oh, ich hab euch gar nicht gesehen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem wunderbaren Channel named Stuck to the Sea. Herzlich willkommen. Wir sind hier in Sons of the Forest angelangt. Und jeder Abonnent, der jetzt reinkommt, kriegt von mir eine Schale Himbeeren umsonst. Warte mal, ich sammle die hier kurz am Busch auf, ja? Oh Gott! Oh Gott! Ich wollte gerade einen Joke machen! Weg, 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 weg! Oh mein Gott! Abonniert für diesen Jumpscare! Ach du Scheiße! Plötzlich stehen da 80 Menschen hinter mir. Was ich sagen wollte, ich habe das Game ja schon gezockt. Alles, was passiert ist, gibt es uncut auf meinem Zweitkanal. Auch Sterzig, falls ihr den noch nicht kennt, solltet ihr da unbedingt vorbeischauen. Dort kommt ganz viel Uncut-Gameplay und es ist fucking lit. Ui, ui, seht ihr die Biene? Entschuldigung. Das heutige Ziel, was ich mir gesetzt habe, wir haben ja unterschiedlichste Punkte auf der Map. Wir können mal ein bisschen rauszoomen. Es ist ja eine große Insel. Wir zocken einfach und schauen einmal, dass wir vielleicht einmal um die ganze Map rumgehen und diese ganzen grünen Punkte abhaken und alles, was so auf unserem Weg quasi uns entgegenkommt. Ne? Ich weiß nichts über Spiel, nach wie vor. Ich bin immer noch sehr unbegabt. Und ich würde sagen, wir gehen einfach rein, schauen, was uns auf der Reise so begleiten wird. Und es wird ein fucking Banger. Also, lasst ein Like da, kommentiert, ich freue mich drauf. Let's fucking go. Aber erstmal ziehe ich mich aus. So. Ich möchte euch natürlich ganz kurz zeigen, wo ich untergekommen bin, natürlich hier jetzt in letzter Zeit. Ne? Also wir haben ja unser Hubschrauber-Landeplatz dort drüben. Da gehen wir mal ganz kurz vorbei, checken das mal aus. Da haben wir ja natürlich auch schon ein bisschen was gebaut. Also wir sind ja nicht ganz untätig gewesen in der ganzen Zeit hier. Ne? Ist Kelvin hinter mir? Oh, Mann! Alter, plötzlich bellt mich da so ein Einheimischer an. Home sweet home. Ihr seht hier mein kleines Haus. Kelvin hat mir dabei geholfen. Der hat hier ganz viele Bäume gefällt und so weiter und so fort. Da hinten rennt er. Der sprintet immer durch die Gegend. Das ist der Hammer. Vor allem, er sprintet so mit den Tieren. Das sieht so aus, als wäre er so der Tierbändiger des Waldes. Also, Kelvin, du, ich würde sagen, du folgst uns einfach. Du folgst uns einfach und auf unserer Reise und das wird schon irgendwie alles gut werden, ne? Ja, schön nicken, mein Kleiner. Wir laufen jetzt einfach mal Richtung Norden. Entweder lernen wir draus und es wird richtig beschissen oder es wird hilarious. Möge die Reise beginnen, meine Damen und Herren. Ich habe mich natürlich nicht vorbereitet. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Aber das ist auch gar nicht das Problem. Abfahrt. Was macht das denn hier? Was zum... Oh mein Gott. Stirb. Stirb doch! Hallo! Wollt ihr mich komplett verarschen? Jetzt ist es tot. Jetzt ist es tot, oder? Oh mein Gott, ich habe einfach 18 Pfeile daneben geschossen. Wollt ihr mich verarschen? Oh, wer krabbelt denn da hinten? Was bist du? Was ist das? Ah! Kelvin, hilf mir! Kelvin! Kelvin, bitte! Oh, Kelvin! Hab ich's gekillt? Hab ich's getötet? Ich hab's getötet. Kelvin! Nächstes Mal... Wo ist Kelvin? Kelvin? Kelvin! Kelvin, nächstes Mal hilfst du mir, verdammte Scheiße! What? Wir haben Kelvin im Gepäck. Gute Laune. Ein Ei. 4 Zigaretten. Alter, es ist so unglaublich windig. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Hab ihn, hab ihn, hab ihn! Einen Kill habe ich. Fuck. Habe ich? Der hat eine goldene Maske. Ist er tot? Wir haben ihn. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe 20 Leute gekillt. Ist deine Medizin, Kind! Oh Gott, ich habe gerade so viele Menschen getötet. Das war so unnötig. Ist hier wenigstens was Cooles? Kann ich hier was looten? Ihr Ekligen. Okay, schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier. Ganz schnell weg hier. Okay, wir sammeln kleine Steine. Wir brauchen nämlich neue Pfeile. Ich habe schon wieder 80 verschossen. Die liegen halt hier überall. Man muss nur langsam durch die Gegend gehen und die einfach alle sammeln. Das sind ja nur so ganz, ganz kleine Dinge.
Jetzt habe ich auf jeden Fall wieder genug Pfeile. Okay, lass uns auf die Karte gucken. Wir wollen ja weiterreisen, ne? Wir sind nicht mal weit gekommen. Das ging schon wieder drunter und drüber hier, die Scheiße. Wir gehen mal zu dem grünen Ding dort. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber es leuchtet grün. Ich mag grün. Bis jetzt ist sonst nichts Großes. Wir haben ja halt so einen Trampelpfad. Der muss ja irgendwo hinführen eigentlich. Da läuft jemand. Oh, hier ist wieder so ein... Oh, fuck. Oh, fuck. Calvin, bitte pass auf. Oh mein Gott. What the fuck? Ich habe gerade irgend so einen Typen umgebracht. Ich hatte voll Angst vor ihm. Hört ihr auch diese Musik? Hör auf zu heulen! Fuck, 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 fuck. Hör auf! Hör auf! Digga, ich schlachte hier ganze Völker ab! Welche Musik wird hier gespielt? Hier! Coconut Cherry. Die haben sich hier einen richtigen Ghetto-Blaster aufgemacht und richtig Leute gefoltert und gegessen. Und dann haben die hier vorne so einen Typen ohne Augen und ohne Augenhöhlen und generell ohne alles einfach an so einen... Ich erlöse ihn. Eww, er atmet noch. Ja, wisst ihr was? Ich glaube, dann gehen wir einfach weiter. Das ist nie passiert. Wir haben mal wieder ein unschuldiges Dorf ausgelöscht, aber das ist okay. Wir wollen ja nur zu den grünen Punkten, wisst ihr, wie ich meine? Jetzt müsste hier vorne dieser grüne Punkt sein. Und der markiert ja irgendwelche wichtigen Sachen. Da oben ist noch so ein Lager. Alter, wie viele gibt's denn von denen? Digga, ich verjag mich immer so hart. Oh! Oh, fuck. Das ist ja der König hier vom Tribe. Oh, fuck. Das hat mich komplett weggefetzt. Ist er tot? Ja, er ist tot. Er ist auch tot. Oh mein Gott, ich brauche halt dringend neue Pfeile die ganze Zeit. Aber hier muss ich hin. Hier ist der grüne Punkt. Bank. Alles gut. Die wissen nicht, dass ich hier bin. And his name is John C. Was zum Teufel? Lass Calvin in Ruhe. Er macht einfach so einen Body Slam. What the fuck? Junge, ich komme nicht auf das Spiel klar. Das ist ja so random alles, was hier passiert. Er macht einfach so einen Body Slam. Vorhin, als ich gespawnt bin, sind 80 Menschen hinter mir, die mich aber nicht angreifen. Es ist so random alles. Okay, ist alles gut. Wir haben hier Seile. Ne? Schönes Wasser. Können wir was trinken. Schön. Oh, die sind sauer. Oh ja, die sind richtig sauer. Der kommt angesprintet. Das ist nicht gut. Junge, was hast du denn gegen... Ist er tot? Ja. Er kommt einfach an und tritt Calvin, weil er keinen Bock auf ihn hat. Es ist so dumm. So, hier muss ich wahrscheinlich wieder graben, ne? Hier brauche ich eine Schaufel für. Da habe ich tatsächlich letztes Mal schon genau so ein Ding gefunden und habe dann gar keine Ahnung gehabt, wie ich überhaupt jetzt vorangehe, weil ich keine Schaufel besitze. Haben wir hier irgendwas drauf, was wir benutzen können? Nee. Gut, dann würde ich fast sagen, unsere Reise geht weiter. Wir gehen jetzt einfach einmal um die Insel. Wir gehen jetzt einfach weiter. Ja, aber gerade gibt es nicht viel zu erkunden. Also... Es ist verständlicherweise sehr viel Wald. Schön. Ach, wie schön. Kann man sich mal richtig ausruhen hier, ne? Klasse. Alter, Digga. Das Wetter ist ja komplett räudig gerade. Aber ansonsten gibt es hier halt gefühlt auch nichts zu sehen. Also ich bin jetzt schon echt weit gegangen. Entweder bin ich überall dran vorbei, wo es cool war. Oder hier ist halt wirklich nichts Cooles. Wo ist eigentlich Calvin? Okay, Calvin kommt langsam hinterher. Also ich bin jetzt schon wirklich wieder eine Weile gerannt. Es ist scheiße laut. Es gab nichts zu entdecken. Nur als kleines Update. Ey, aber Calvin kommt langsam hinterher. Ich warte mal hier auf ihn. Calvin. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Er kommt zu mir und instant hört es auf zu regnen. Jetzt könnten wir eigentlich mal so ein kleines Bett bauen, so ein Unterschlupf, ne? Weil es wird langsam Nacht. Wie er einfach mit so einem Holzding ankommt, Alter. So,
Jetzt schlafen wir erstmal schön. So, Calvin, ich wünsche dir eine gute Nacht. Ich hau mich hier erstmal hin. Und wir sehen uns dann morgen früh wieder, ja, Calvin, mein Schatz, mein Engel, mein Bär, mein Löwe. Gute Nacht. Oh, was denn nach, Calvin? Ja, ja, mein kleiner Sunny Boy. Okay, ich habe ja noch meine Flasche hier mit Süßwasser. Da würde ich mir jetzt erstmal ein Schlückchen nehmen, ein Schlückchen einverleiben. So, und dann gucken wir nochmal weiter nach Essen. Dass wir irgendwo vielleicht ein kleines Bambi töten oder so. Hier sind ja genug Tiere eigentlich. Bambi! Bambi! Hier ist ja nichts. Nichts los. Sind hier irgendwelche Tiere? Ja, gönn dir erstmal. Müssen die vielleicht erstmal spawnen? Bin ich lost? Es kann doch nicht sein, dass ich in den ersten 3 Metern ultra viel entdeckt habe. 1000 Dörfer. Alles voll. Und jetzt sitze ich hier. Okay. Hat dir nicht geholfen, hä? Entschuldigung. Wir gehen jetzt einfach weiter Richtung grünes Ding. Ja, hier vorne, wenn wir hier weitergehen, ist so ein grünes Teil. Das wird schon. Oh mein Gott. Was ist denn das jetzt? Ein riesiger See? Wie sollen wir da denn jetzt rüberkommen? Jetzt muss ich ja irgendwie oben lang oder unten? Ja gut, dann gehen wir jetzt unten am Wasser lang. Ganz entspannt, oder? Calvin, komm jetzt. Komm jetzt, Calvin. Ja, mein kleiner Schatzibu. Da ist er jetzt. Habt ihr euch beruhigt? Habt ihr euch hier im Schlamm versteckt, ne? Wie so kleine Schlammmonster. Die meine Seele wollen. Wir sind angekommen. Hier ist der kleine Weg nach oben. Wir haben noch ein bisschen Energie, wir haben noch ein bisschen Food. Aber so ein schöner Elch. So ein richtig schön medium gebratener Elch. Könnte richtig geil sein. Oder halt generell mal irgendwie Action. Mach nur Bläschen. Das Hoppelhäschen gehört mir, Freunde. Das hole ich mir. Jawohl! Jetzt wird Mittag gemacht! So, rein! So, jetzt habe ich wieder Hunger beglichen. Schön, schön. Okay. Oh Gott! Mann! Was denn? Wo denn? Was habe ich denn gemacht? Plötzlich schreien die mir in die Ohrmuschel. Jetzt weiß ich, wie meine Zuschauer sich fühlen. Was ist denn hier, hä? Oh ja! Lass hier rein! Okay, ich bin gespannt. Gott bless, kein Regen mehr. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Ich habe halt komplett die Kontrolle über mein Leben verloren. Ich weiß gar nicht, wie lange ich hier schon sitze. Warte mal. 1:21. Wo zum Teufel bin ich? Oh. Oh. Ich bin wieder in so einem modernen Gebäude. Okay, gehe ich zuerst noch. Ich gehe erstmal nach oben. Alter, richtig viel Wein. Hier ist alles zu. Auch die Tür zu. Hier oben ist verschüttet, hä? Hier habe ich schon wieder keine Schlüsselkarte. Ich brauche erstmal so eine Schlüsselkarte. Ja, da bin ich ja wieder komplett unnötig hier. Es kotzt mich schon wieder an, Alter. Warum bin ich hier? Okay, dann nehme ich jetzt wieder den Bogen und verpiss mich. Das war ja richtig nicht worth. Da vorne am Strand ist der nächste Punkt. Ja, irgendwo da ganz hinten unten ist das nächste. Fucking hell. Alles gut, gar kein Damage bekommen. Auf der ganzen Map ist legit nichts. Was? Oh Gott, ich habe ihn noch gesehen. Warum erschrecke ich mich? Warum hält der so viel aus wie ein Arschloch? Calvin, hau bitte ab. Das ist höchst gefährlich hier. Fuck, hier kommt noch mehr. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir langsam ein Problem. Lass. Lass ihn. Oh, ich muss weg. Oh mein Gott, die haben mich hier an so einen Pfahl gebunden. Oh oh. Heb auf! Sorry, Bro. Peace out. Oh Gott, wo bin ich? Wo zum Teufel hat es mich hinverschlagen? Okay. Wo zum Teufel bin ich? Okay, ich bin irgendwie noch in der Nähe. Direkt in der Nähe. Hier ist so ein großes Lager gewesen. What the fuck, Digga? Die haben mich einfach an so einen Pfahl gehängt und haben gesagt, yo, willkommen in der Familie, Bro. Let's go, Bro. Fucking go, Bro. Willkommen in der Familie. Ich lasse mich davon jetzt nicht entmutigen, wie einem Poet
schon häufig sagte. Wir gehen jetzt fix an den Strand. Die Ereignisse haben sich hier überschlagen, genauso wie Robert Kubica damals in Montreal, Digga. Wir sind am Strand, die Stimmung setzt sich, es ist alles gut, wir fühlen uns wohl. Eine leichte Brise geht übers Land und man denkt sich nur, warum ich? Warum musste ich mit diesem Vollidioten namens Calvin dort hinten abhängen? Also das Ding ist, wir sind ja auch schon von Punkt zu Punkt, ne? Und haben noch nicht eine nützliche Sache gefunden. Sowas wie eine neue Waffe. Oder keine Ahnung. Alles Sinnvolle, was wir gefunden haben, lag bei unserem Lager. Bisher. Hier. Der grüne Punkt müsste hier sein. Komme ich jetzt rein? Natürlich nicht. Aber der Bauarbeiter liegt doch hier. Der hat doch bestimmt die Karte, oder nicht? Was ist mit dir los? Aber liegt hier... Hier liegt ja gar nichts. Das ist ja... Man kommt halt nirgends rein ohne diese Schlüsselkarte. Naja... Auf zum nächsten grünen Punkt. Allein hier, es ist so ein riesen Platz. Ein absolut riesiger Platz. Warum ist hier nichts? Hier ist ein Golfplatz. Warum ist hier ein Golfplatz? Wieso ist hier ein Golfplatz, Digga? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Hey, ich dachte, das wäre eine unberührte Natur hier. Ey, braucht mir gar nicht erst zu nah. Was ist das denn? Okay, nee, ich hau rein. Headshot? Hab ich? Ja. Die haben alle so Rüstung an, ne? Das ist das, was ich mir auch anziehe. Schreit da noch jemand? Nee, ich hau rein. Ciao. Aber warum ist hier ein fucking Golfplatz? Das verstehe ich nicht. Weil wenn es danach geht, warum sind hier nicht 30.000 richtig geile Loot-Spots. Vielleicht finde ich ja diesmal da was Sinnvolles. Oder muss ich wieder graben? Natürlich muss ich hier wieder graben. Ich kacke Flüssigkeit, wirklich. Durchfall. Das ist nicht das Gelbe vom Ei, muss ich gestehen. Ist halt so übel riesige Fläche und dann so ein völliger random Golfplatz, Digga. Was soll ich sagen? Warum ist hier ein Golfplatz? Jetzt kann ich auch fast schon wieder ein Lagerfeuer machen hier, ne? So, ich baue jetzt noch diesen Unterschlupf hier. Und ich glaube, da mache ich erstmal für heute Pause. Ich sitze jetzt hier schon fast 3 Stunden oder so. Ich kann einfach nicht mehr. So, wir legen uns wieder hin. Du, Calvin, war eine absolut, absolut geiler Abend. Hat super viel Spaß gemacht, Calvin. Leg dich auch schon mal hin, mein Lieber. Wir sehen uns. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause. Ist zu lange schon in diesem Studio. Bis Dännchen, ne? Ich schlafe jetzt erstmal eine Runde. Gute Nacht. Als Sterzig dann wieder aufnehmen wollte, wurden alle seine Mitarbeiter krank oder sind im Urlaub. Weshalb die Zeit nicht reichte, ein solch wahnsinnig großes Projekt fertigzustellen. Aber sind wir ehrlich, viel mehr wäre eh nicht passiert. Die Wahrheit über Sons of the Forest ist, nichts wird dir erzählt, du musst alles herausfinden. Geh einfach in die Höhlen und hoff, dass du eine Schaufel findest. Und wenn du keine Schaufel findest, wirst du erstmal keinen Spaß haben, weil du total verwirrt sein wirst. Du kannst natürlich auch einen Online-Guide angucken, aber das ist nicht das Gleiche. Also, am Ende des Tages ist die Reise vorbei. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann... nächste Woche wieder. Sons of the Forest ist damit für mich erstmal vorbei. Tut mir leid, dass es nicht komplett war, aber ihr versteht die Struggles, ne? Ich bin auch nur Mensch. Ah, tschüss! Lasst ein Like da und so. Tschüssi!